Hallo und herzlich willkommen zu Resident Evil 4. Der eine oder andere wird jetzt vielleicht sagen, was? Resident Evil 4? Bist du des Wahnsinns? Das Spiel erschien 2009, wir haben jetzt 2014, das ist 5 Jahre her. Warum machst du denn dazu jetzt noch ein Video? Ihr mögt da recht haben, aber das hier ist nicht das normale Resident Evil 4, auch wenn es so aussieht. Das hier ist Resident Evil 4, die Ultimate HD Edition für den PC. Warum nur für den PC? Nun ja, es gab ja zu Anfang 2009 das Spiel für die PS2. Dann gab es irgendwann nochmal 2010 einen Teil für die Wii, also eine Umsetzung für die Wii. Und es gab auch eine PC-Version. Die habe ich hier sogar. Das Problem an dieser PC-Version ist, sie ist grausam. Also, es funktioniert einfach nicht. Die Technik ist grausam, es sieht schrecklich aus und die Steuerung funktioniert einfach nicht. Ich habe es bei mir nicht mal zum Laufen gekriegt, also ich habe es versucht, ich habe auch mir ein Tutorial angeguckt und so, habe dann aber auch gehört eben, dass es grausam ist auf dem PC und deswegen ist auch nicht länger probiert, es zum Laufen zu kriegen, wenn es sowieso Mist ist. Und mit Resident Evil 4 HD für den PC haben sie nun endlich die Version rausgebracht, die man schon immer wollte, wenigstens funktioniert es jetzt. Das ist es halt, es klappt endlich mal, es ging ja vorher nicht. So, ich will auch jetzt nicht mehr viel darüber sprechen. Wir starten jetzt einfach mal da, wo ich bin noch nicht, habe noch nicht viel gespielt, eine Stunde oder so. Kommt natürlich erstmal ein Briefing hier. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah, but he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. So, da haben wir es gehört. Wir sollen die Kirche finden. Erstmal Los Illuminados. Seriously, aber naja. Ja, wer das Original irgendwo mal gespielt hat, wird vielleicht merken, so unterschiedlich sieht es gar nicht aus. Und eigentlich ist es das auch nicht. Also man kann bei diesem Spiel in den Optionen einstellen, bei der Grafik, dass es, da ist er wieder, das ist übrigens der Boss. Man kann bei der Grafik einstellen, dass man HD-Texturen hat oder Originaltexturen. Ich habe jetzt die HD-Texturen an. Es sieht natürlich immer noch jetzt ziemlich alt aus, das sieht man einfach. Aber es läuft auf konstanten 60 Frames. Es hat kaum Kantenflimmern. Also Kantenflimmern ist wirklich ziemlich reduziert. Und es funktioniert auch von der Steuerung her. Das heißt, was die Technik angeht, haben wir hier ein Resident Evil, das wir immer wollten für den PC. Da kann man wirklich nicht meckern. Ich wurde gerade von einer Frau gerettet. Die ist Ada Wong. Ich spoiler mal ein bisschen. Weiß nicht, inwiefern das ein Spoiler ist. Ich habe nur Resident Evil mäßig leider nur den 5. und 6. Teil gespielt. Das heißt, ich kam nicht so gut mit der Reihe klar. Also habe nicht die besten Teile gehabt sozusagen. Aber naja. Also technisch habe ich da eigentlich nur einen Mangel. Den kann ich hier durchs Fenster raus? Ne. Frau in Rot. Irgendwie sehr vertraut. Ja, Ada halt. Einen technischen Mangel habe ich aber. Wenn ihr euch jetzt dieses Menü anguckt, werdet ihr feststellen, auch wenn ich hier mal raufgehe, es gibt keine Möglichkeit, das Spiel zu beenden. Momentan zumindest nicht. Das heißt, wer das Spiel beenden möchte, muss wohl Prozess beenden oder Alt F4 oder was auch immer. Es gibt keinen Beenden-Knopf. Was irgendwie seltsam ist. Ich weiß nicht, aber ich hätte mir gedacht, da geben sie sich ein bisschen mehr Mühe. Ich meine, ein Beenden-Knopf für PC-Spieler, das sollte ja wohl drin sein, oder? Aber naja. Was ich auch bei Steam, ich weiß gar nicht, muss ich in diese Richtung? Ich muss mal kurz. Nee, ich gehe in die falsche Richtung, wie auch immer ich da hingeleitet wurde. Ich gehe wieder zurück. Auf Steam steht, dass dieses Spiel gewaltgemindert ist. Also, dass es geschnitten ist. Für uns Deutsche mal wieder. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht bestätigen, weil ich keinen Vergleich habe. Vielleicht, wenn ich es jetzt mal schaffe, hier vernünftig zu spielen und vielleicht mal einen Gegner sehe, können wir uns das nochmal angucken. Aber momentan würde ich sagen, das ist okay. Also von der Gewaltdarstellung her. Ich habe jetzt nichts unbedingt explizit vermisst. Hier lang? Hier lang? Hier lang? Ja, aber da ist die Tür doch rot. Da komme ich gar nicht lang. Oh, aber da ist ein Gegner. Gucken wir doch mal.
So. Kurz mal ein bisschen ausweichen. Umdrehen und nochmal ausweichen. Das ist das Gameplay von Resident Evil 4. Ich finde es immer noch mit dem, das Movement in diesem Spiel ist kacke. Also ohne Witz, es ist schrecklich. Weil man, ich kann mich nur mit den, im Prinzip, ich kann, muss die Maus stillhalten, während ich mich so bewege. Das passiert alles über die Pfeiltasten. Und das nervt mich schon ziemlich. Ich weiß nicht, ob das da an der, ich hätte auch Q drücken können, an der Konsolen, ey, Konsolensteuerung liegt. Dass es dadurch irgendwie auch auf dem PC so funktioniert. Aber es nervt mich, echt. Stirb. Steht er noch wieder auf? Ja. Oh, fuck. Also wie man sieht, es gibt einiges Blut. Ich habe letztens, ich verfolge mittlerweile aktiv einen Wii-Playthrough von diesem Spiel, wo einer die Wii-Version spielt. Und ich kann jetzt keinen großen Unterschied zur Wii-Version und hier feststellen. Jetzt geht mal weg hier. Was die Bluteffekte angeht. Also ich weiß nicht, ob es Gewalt gemindert ist. Es steht auf der Steam-Seite. Also irgendwo wird es wohl Cuts geben. Aber die scheinen sich nicht so... Also sie fallen mir jetzt nicht so stark auf. So, also Steuerung. Ich zeig's nochmal. Hier, mache ich alles mit den Pfeiltasten. Mit Q umdrehen. Und mit der Maus mache ich nur das. Und das nützt nichts. Das ist eigentlich eher nervig, weil er dann irgendwann nicht mehr geradeaus läuft, wenn man das zu falsch macht. Und... Naja, muss nicht sein unbedingt. Also es hat jetzt nichts mit der Qualität von dem Spiel an sich zu tun. Weil, das ist jetzt meine persönliche Meinung, es funktioniert. Aber es ist eben gewöhnungsbedürftig. Da ist einer drin. Gewöhnungsbedürftig. Was für ein Ausweichmove. Oh! Scheiße. Ja, nee, ich nehme erstmal nur das Grüne. So viel HP habe ich nicht, dass ich... es nötig hätte, was anderes einzusetzen. So, bei. Auch eine Taktik, die ich mir oft bei dem Wii-Playthrough schon mal abgeguckt habe. Einfach erstmal umtreten und wenn es nur ein Einzelner ist, kann man den dann so abstechen. So, warte mal. Können wir wieder kombinieren, ne? Ja. Nein. Was? Untersuchen nicht. Kombinieren. So. Gut. Ja, und das ist eigentlich alles, was ich so zu... Okay. Ich kann nicht sehen, wie wird sie fliegen. Das war kacke. Na, es war nicht kacke, aber es war auch nicht gut. So. Treten, treten, treten! Ja! Das ist auch so eine Sache. Wenn ihr in der Treten-Animation seid, dann können sie euch ruhig angreifen, die Zombies. Obwohl, das sind gar keine Zombies hier, meine ich. Er meinte zu Anfang, das wären keine. Das ist irgendwas anderes. Mal gucken. Also, wenn ihr in der Animation seid, dann könnt ihr euch nichts. So, komme ich jetzt hier durch oder komme ich hier durch? Ich komme hier durch. Aber mir ist gerade ein bisschen nach Spielen, deswegen spiele ich jetzt noch weiter. War vielleicht ganz dumm, hier reinzugehen. Ja, ja, ich weiß. Umdrehen. Lauf, lauf. Lauf, 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 lauf. Okay, Granate, Granate, Granate. Wo ist meine... Ich habe eine Menge Flash-Grenades. Weg. Ja. Nice one. Kicken, kicken, kicken. Ja. Bam. Oh, das wollte ich nicht. Also, steuerungmäßig ist das alles noch schwierig für mich. Denkst du? Oh. Auch das Umdrehen mit Q funktioniert nur, wenn ihr dabei nichts anderes drückt. Oh, scheiße. Den wollte ich gerade treten und explodiert sein Kopf. Ja, das nehme ich schon mal, danke. Oh. Wenigstens sind sie nicht so klug, mich treffen zu können. Also meistens nicht. Komm her. Oh, das war ein schlechter. Ja. Okay, er war klug genug, mich treffen zu können. Ja. Ja, super. Bam. Also immer schön auf den Kopf schießen. Und wegtreten. Oh, nachladen. Oh. Oh, oh, ist direkt hinter mir. Komm her.
Einfach so anschleichen. Das Ei nehme ich gerne mit. Oh. Bist ein bisschen zu nah, Kollege. Ja, gut. Ja, sauer. Nach hinten weggekickt, yo. Oh, den habe ich. Den habe ich auch. So, Musik läuft aber noch. Das heißt, hier ist irgendwo noch wer. Also ist zumindest die Gefahr noch nicht. Ja, da oben steht er. Warum steht er da oben? Oh, da stehen eine Menge Leute oben. Okay. Der wirft wahrscheinlich mit. Ja. Genau das wollte ich gerade sagen. Down. Ich habe keine Munition. Gibst du mir Munition? Gibst du mir was? Nein, tust du nicht. Ja, ohne Munition ist es doof. Shit. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Hui. Ich meine, hier war auch irgendwo ein Gegner. Ist der hinter mir? Oh, tatsächlich. Daneben! Trottel. Aha! Trottel. Nee, ich sehe hier nichts. Aber es sind so wenige, die kriege ich auch noch platt. Wo ist er hin? Oh, warte, hier. Loot. Oh, eine Granate und Geld, toll. Und nichts. Danke. Was ist das? Aus dem Kessel steigt unangenehmer Geruch. Ja, damit wirst du erleben müssen. Wo komme ich hier raus? Oh, hi. Abgeblockt. Ich komme, um dich zu treten. Und jetzt, um dich zu messern. Er war der Letzte, okay. Gut. So, ja, ich muss jetzt. Da ist auch ein Safe Spot, das heißt, das ist ganz gut. Ist jetzt, hier müsste jetzt offen sein. Vorher konnte ich da nicht durch. Ist verschlossen. Auf der Tür sind irgendwelche Symbole, ja. Ah, ha, ha, ha. Nein, nicht kombinieren. Einfach benutzen. Insignien-Schlüssel verwendet. Jo. Rätsel lösen like a boss. So, wo ist Munition? Sehr schön. So lobe ich mir das. Aha. Und hier ist die Schreibmaschine zum Speichern. So, möchten Sie das überschreiben? Ja, natürlich möchte ich das. Danke. Ja, das ist nur so mein kleiner Beitrag zu Resident Evil 4 HD. Wenn ihr Resident Evil 4 noch nie gespielt habt, dann solltet ihr euch das hier zulegen für 20 Euro auf Steam. Also das ist sogar noch relativ günstig. Wie gesagt, ihr habt jetzt die Gewalteffekte gesehen. Wenn euch das reicht, dann könnt ihr gerne zugreifen. Wenn ihr meint, dass es Uncut besser ist, gerade weil ihr es vielleicht auch wisst, dann könnt ihr es euch irgendwo auch Uncut besorgen. Ich werde es jetzt auf jeden Fall erstmal schön weiterspielen, weil es an sich, ich weiß nicht, die Steuerung gefällt mir an sich überhaupt nicht, aber es ist auch irgendwie eine Herausforderung, wenn man sich eingespielt hat, genau mit dieser Steuerung das zu machen. Und deswegen habe ich momentan auch relativ viel Spaß mit dem Spiel. Also ich empfehle es jetzt einfach mal weiter, weil es wirklich nicht schlecht ist und endlich mal eine gelungene Resident Evil 4 Fassung für den PC. Die alte kann ich jetzt verbrennen. War zwar ein Geburtstagsgeschenk meiner Schwester, aber hat ja nie geklappt. Naja, das war Resident Evil 4 HD. Bis zum nächsten Mal.